Mahlzeit, liebe Leute. Heute machen wir bei meinem 996 die Bremsen. Hinten. Brembo. 300 mm oder 290 mm Durchmesser haben die hinten. Sind relativ günstig. Also für die habe ich jetzt 170 mit Warenkontakt, Bremsklötzen und Scheiben. Das ist eigentlich in Ordnung dafür, dass der Porsche ist. Ne? Auf jeden Fall. Bei so einem Bock habe ich noch nie Bremsen gemacht. Schauen wir mal, wie blöd ich mich dabei anstelle. Und ja, gönnen wir dem schön mal was. Ich hoffe, da muss man nichts Besonderes drauf achten, weil ich mache das jetzt einfach mal blind. Videos dazu habe ich an sich keine im Internet gesehen. Deswegen gerade das, der hier ist ja im Prinzip der Einsteiger 911er. Vielleicht entscheiden sich einige mehr, bevor der hier richtig teuer wird, den zu kaufen und selber zu pflegen. Bis auf Service empfehle ich jeden bei Porsche machen zu lassen. Schaut immer gut aus, wenn da ein Stempel von Porsche drin ist. Weil die Dinger sollte man checken pflegen. Man wäre doof, wenn man einen 911er wie einen Ford Fiesta behandelt. Gut, machen wir mal die Räder runter. Sind wir 17er? Ist immer ein VAG. Wow. Mach Sachen. Sag bloß 19er. Das erinnert mich an alte Vorzeiten. Mach Sachen. Lol. So. Felgenschloss. Felgenschloss. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich hoffe, ich finde die jetzt, weil sonst war das Ganze wieder umsonst. So, ich habe jetzt kurzzeitig echt Schiss bekommen. Wer Kfz-Ler ist und bei Reifensamstag mitgemacht hat, der weiß, ein Felgenschloss, den Schlüssel dafür. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde seinen Felgenschloss-Schlüssel nicht mit dabei hat zum Räderwechseln, ist relativ hoch. Und ich hatte schon echt Schiss, dass der Typ mir jetzt die nicht mitgebracht hätte, weil er mitgegeben hätte. Aber anscheinend sind Porsche-Leute ein bisschen anders drauf. Die schalten wahrscheinlich sogar ihr Hirn ein. Gut. Alles alt. 17 Jahre. Aber schaut alles gut aus. Gut. Wie macht man Porsche-Bremsen? Wahrscheinlich diese zwei Kreuz. Diesen Haltestift. Keine Ahnung. Ich hab noch zum ersten Mal so eine Bremse. Jetzt kann man hier die Feder rausnehmen. Die Klötze nach unten drückt. Die von dem Stift gehalten wird. Echt jetzt? Zwei Verschleißwaren. Große Alte pro Klotz. Krass. Jetzt haben wir hier zwei Imbus. Mit dem kann man wahrscheinlich den ganzen Zettel wegnehmen. Schauen wir mal.
der ist fest. Ich hoffe nur, dass man den oder die Kolben einfach nur zurückdrücken brauchen, weil es gibt manche Systeme, da muss man den Kolben zurückdrehen. Und die sind scheiße. Also ein Zurückdreh-Werkzeug habe ich nicht. Da ist nur ein Millimeter Belag nur noch drauf. Hier vorne vom Verschleiß würde ich fast noch sagen, das ist in Ordnung, aber hinten hat er eine deutlich spürbare Kante drin. Hier nicht. Gut. Aber für eine gelochte Scheibe muss ich sagen, weil normalerweise gelochte Scheiben, die reißen immer gerne. Aber die haben sich gut gehalten. Da weiß man schon fast, warum jeder auf Porsche-Bremsen umbaut. Cool. Ah nein, die hat sogar eine Trommel drin. Wie bei BMW. Das ist geil. Und die schaut sogar noch gut aus. Und Schleifpapier nehmen. Ich finde es interessant, dass bei Premium-Marken wie BMW, Porsche, ich wahrscheinlich habe es Mercedes auch, dass die trotz Scheibenbremse hinten noch eine Trommelbremse drin haben. Wenn man sich zum Beispiel Franzosen oder Ford anschaut, VW macht es auch nicht. Ist halt wahrscheinlich wirklich nur Luxus, damit es einfach schön ist. Radnabe sauber machen. Gerade weil es eine Trommelbremse ist, hier die Auflagefläche der Trommel, weil die meistens beschichtet sind, auch nochmal mit dem Schleifpapier aufschleifen und Bremsenreiniger drauf machen, abpusten und dann können wir die wieder dran bauen. Brembo liefert jetzt zwei neue Kreuzschrauben mit, aber warum zwei, wenn ich vier brauche, normalerweise. Aber die alten tauchen ja auch. Im Prinzip müssen die ja nichts halten. Zum Beispiel die ganzen anderen Hersteller, die nehmen überhaupt keine Schrauben zum Befestigen der Bremsscheibe. Weil an sich die Bremsklötze, die ganzen Scheiben sind meistens schwimmend im Sattel und werden quasi von der Felge arretiert. Die Schrauben sind eigentlich fast unnötig. Aber deutsche Premium-Qualität halt, ne? Mercedes, BMW und auch Porsche machen das halt so. Laut VW auch. Was interessant ist, die haben wirklich pro Klotz einen Verschleißwarner. Und hier hat er schon leicht berührt. Ist wirklich nur noch ein Millimeter. Die Dinge sind bei den Brembo-Klötzen nicht dabei. Der war hier bei dem schon komplett locker. Hier war er noch dran geklebt.
Ich werde die jetzt halt auch übernehmen auf die neuen Klötze. Ich glaube, ich werde die jetzt halt nicht festmachen, also nicht kleben, weil die sind erstmal von oben, haben die Druck drauf. Und wenn die Dinger hier jetzt an den Kolben mit dran sind, dann ist das komplett arretiert. Das kann ja dann nirgendwo hin. Weil nach unten kannst du nicht, nach oben kannst du nicht, weil der Stift ja hier oben durch ist. Wo soll's hin? Aber die übernehme ich. Und hier sind dann quasi die Verschleißkontakte. Die werden dann hier oben in den Belag reingesteckt. Und ja, interessantes System, habe ich so noch nicht gesehen, habe ich es auch so noch nicht gemacht. Auf jeden Fall interessant. Hier eben der eine zentrale Stecker, der abgemacht wird. Und dann kann man die kompletten einfach so rausnehmen. Das ist schön. Gut, das habt ihr jetzt auch mal gesehen. Die schleife ich dann auch noch ein bisschen an. Einfach damit er schon mal angeraut ist, die Kanten ein wenig brechen. Und ich glaube, Kupferpaste braucht man bei denen gar nicht dran schmieren, weil die eh schwimmend gelagert sind. Dadurch, also wenn man die Kanten bricht, da verhindert man einfach ein Bremsen, Quietschen. Ist dann einfach schöner. Weil wenn du Bremsen gemacht hast und das fängt dann das Quietschen an, ist halt auch scheiße. Gerade bei einem etwas hochwertigeren Auto. Ne? Da möchte man eigentlich nicht, dass irgendwas quietscht. Es ist jetzt grob zusammengebaut. Im Prinzip wirklich nur reingeschoben. Die Nippel von den Bremsklotzhalterungen einfach nur in die vier Bremskolben von dem Sattel hier reingedrückt. Dann schnackt das alles ein. Vorher habe ich noch mit einer Zange und mit einer Unterlage, damit ich hier den Sattel nicht beschädige und was für einen schönen Lack kaputt mache, eben den Handschuh drunter gelegt, die Kolben zurückgedrückt und dann alles mal eingesteckt. Jetzt halt alles festziehen. Den Stecker, oder? Kann man das sehen? Hier ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich kann es jetzt selber nicht sehen. Hinten sind die Stecker von den Verschleißwarnern. Das ist einfach auch nur reingesteckt. Habe ich nochmal mit einem bisschen Kontaktspray eingesprüht, dann ging das auch viel einfacher drauf. Jetzt halt noch alles festziehen und dann ist die Seite schon mal fertig. Das Kabel von den Verschleißwarnern, das kann man im Prinzip gar nicht falsch verlegen. Da hat man zwei Klipse, wo man die reinhängen kann. Ich habe das nochmal zusätzlich an den Entlüftungsnippel unter die Kappe getan, damit das auch nochmal arretiert ist. Yes. Gut. Dann kann man wieder den Stift zurückklopfen. So, weil jetzt der Stift, den kann man eigentlich gar nicht andersrum reinmachen, den muss man von hinten wieder durchschlagen oder reinschlagen, weil der hat hier vorne, im Prinzip ist der eingekerbt, dass der genau in die Führung reingeht. Andersrum funktioniert es gar nicht. Aber weil der so schwergängig ging, habe ich den jetzt nochmal mit Fett eingesprüht, damit es schöner reingeht. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal die komplette Bremse sauber. Den Bremsenreiniger. Sind es nur die zwei Schrauben, den Stift, also erst den Stift raus, Feder raus, die zwei Schrauben, dann kann man das Ganze wegnehmen, die zwei Schrauben, kann man das wegnehmen, alles erneuern, zusammenbauen, fertig. Rad drauf. Die Winterräder drauf, weil das sind immer noch die wunderschönen Sommerräder im Dezember. Habe ich mir jetzt halt auch günstig 17 Zöller 996 Winterräder geholt. Auch Alus. 8 mm Profil. 600 Euro. Also man glaubt gar nicht, dass, also wenn man Porsche denkt, das spielt in einer Liga von Ferrari und Lamborghini. Das ist die deutsche Sportwagenmarke. Aber
Es ist gar nicht so teuer. Klar. Räder oder sowas. Ist bei anderen Marken günstiger. Aber es ist halt wirklich noch. Es ist ein BMW-Mercedes-Niveau und ich fahre nur BMW und deswegen bin ich echt erstaunt, dass es nicht teurer ist. Es ist halt einfach nur Premium und BMW ist auch Premium. Plastik-Premium. Rust-Premium. Der hier kann wenigstens nicht rosten. Ja, festziehen. Mache ich noch die andere Seite. Dann war's das. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier die Winterräder drauf hau. So, jetzt kommen dann mal die Winterräder drauf. Dann sagen wir mal Tschüss zu den wunderschönen 18-Zellern. Wobei die schon relativ klein ausschauen auf dem Ding. Oh Gott, wie schaut das denn mit den 17-Zellern aus? Die Winterschuhe sind jetzt drauf. Ah, an sich sind die Dinger ja gar nicht hässlich, die Winteralus. Aber ich würde mal dezent sagen, die sind ein bisschen zu klein. Also die 17-Zeller schauen aus wie 15 Zoll auf dem Ding. Ja gut, kann man aber mit rumfahren. Auch wieder Schnäppchen gemacht bei den Rädern. Ja. Schauen wir mal, wie gut die sich fahren lassen. Das war's jetzt auf jeden Fall. Bremsen sind gemacht. Neuen Schlüssel habe ich mir machen lassen. Zündschloss ist jetzt halt auch behoben, der Fehler. Habe ich jetzt bei Porsche auch nun das Zündschloss machen lassen. Also die Elektrik funktioniert jetzt wieder komplett einwandfrei. Ja. Jetzt ist er wieder fast Neubau. Jetzt muss nur noch das Fahrwerk gemacht werden. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da ein Karree reinhau. Porsche verbaut ja in den Clubsportmodellen zählenmäßig KW-Fahrwerke. Aber es ist halt immer noch Tuning, ne? Und an sich will ich das Ding original lassen. Weil originaler Porsche 911er ist halt schon originaler, ne? Muss ich mir noch überlegen. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich den original lassen, ja oder nein? Oder doch lieber KW? Jetzt sind die meisten ja BMW-Fahrer. Die meisten Zuschauer sind ja, also ihr seid ja die meisten BMW-Fahrer. Da werde ich wahrscheinlich erahnen, was ihr sagen werdet. Ja. Schauen wir mal. Servus, Leer und Ade, wir sehen uns.